Oh, und diesmal sind sie viel, viel schneller. Mein Atem geht runter. Alles klar. Wirklich viel, viel schneller. Ein Schwert bei meiner Axt. Folgt mir. Alles klar. Okay. Erst werden die Orks getötet, dann wird geplündert. Vor allem, wenn gleich mein Armatus benutzt. Meint ihr? Sprich, okay, ich hör sie schon mal. Hier entlang. Alles klar. Der Nase nach. Ja, nur da. Bin ich? Deception. Ich versuche mein Bestes. Bei meiner Axt. Lass das mal vor Ort machen. Ja. Okay, da brechen zwei durch, aber eine davon ist angeschadet. Okay, Gladys ist ausgefallen. Wir trinken mal einen Eibeersaft. Weiter Befreiungsschlag machen. Ah, nein, du greifst. Wen greifst du an? Den da. So, jetzt ist es noch einer. Gut, damit sollten alle weg sein. Du kannst Gladys verarzten. So, und dann wird jetzt, guck mal, mächtig geplündert. Oh, zwei Eimbeersäfte, das hat sich dann schon mal gelohnt. Auch wenn hier die Orks ein bisschen ineinander liegen. Sanja. Ja. Ja.
Ah, gegen die Fellfetzen, ja. Das ging jetzt an dich. Stachelkeulen, Eimbeersaft für Vorgrim. Ah, noch mehr Wurfbeile. So, ich... Na, da ist noch einer. Alles klar. Wer hat jetzt wie viel Eimbeersäfte? Du hast 12 und du hast 11. Da kriegst du sie mal so. Gut, wir haben die Erfahrungspunkte für das Vorbeischleichen an den Orks gekriegt und die Erfahrungspunkte für das Töten der Orks. Jetzt können wir uns noch hier alles plündern. Folgt mir. Ja, aber bald nicht mehr. Bald haben wir überall voll. Aufgepasst. Also auch was das Gewicht angeht. Aber ja, wir können mal gucken, ob in dem Wachraum, der ja jetzt offen sein müsste, ja, der Wachraum ist jetzt aufgesprungen. Okay, tote Soldaten. Stahl und Lederbänder. Lass das mal Vorgriff machen. Noch mehr Stahl und Lederbänder. Ja. Mein Atem geht ruhig. So, was ist in der Truhe? Eine Keule und eine leichte Armbrust. Was tragen die Toten noch bei sich? Ela und Verbände. Ja, eigentlich ist das nicht gerade nett, dass wir hier die toten Soldaten ausplündern. Aber irgendwie müssen wir ja nehmen, was wir kriegen. Ein Wort. Auf jeden Fall mal gucken, dass wir Waffen. Was ist eigentlich der Unterschied nochmal gewesen? Also ein Schadenspunkt für 10 Schläge durch das Waffenbalsam und ein Schadenspunkt Schläge durch den Schleifstein. Ja, sollten wir auf jeden Fall mal benutzen. Beim nächsten Bosskampf, und zwar beides. So. Jetzt geht's nach oben. Hier ist eine Gitterwand im Weg. Meine Nase sagt mir, dass diesem Eisen nicht beizukommen ist. Aber es gibt bestimmt irgendwo einen Öffnungsmechanismus. Ja. Hier sind auf jeden Fall auch tote Soldaten. Hier in der Ecke ist nichts. Also ja, da wir schon die Meldung hatten, dass wir eigentlich an den Hauptorks vorbeigekommen sind.
Also, dass deine Finger von den Sachen liegt, die gucke ich mir erst an. Mokas schlägt das wieder hin oder ich hack dir die Hand ab. Marokasch. Ich? Courage, tu nicht wie eine dumme Glatthaut. Ich habe genau gesehen, dass du dir etwas eingesteckt hast. Also geht doch, du Sohn einer Schreckkatze. Also ja, da ist auch ein Wachraum mit einem Ork-Hundeführer, einem Ork-Krieger, einem Unteranführer und einer Wand. Okay. Wir können den Hebel natürlich wieder umlegen und die alle rauslassen. Allerdings... würde ich es wohlziehen, werden sie erstmal da drin bleiben. Und da kommen wir nicht rein. Achso, das ist eine Waffenkammer, kein Wachraum. Ja, und hier kommen wir auch nicht. Oh, hier ist ein Hebel. Damit haben wir hier geöffnet. Haben wir jetzt damit den Aufgang geöffnet? Nein. Haben wir damit den Wachraum geöffnet? Auch nein. Sagen wir mal so, in die Waffenkammer zu gucken, würde ich jetzt nicht als schlecht bezeichnen. Allerdings gucken wir uns erstmal weiter um. Bei den Aufgang haben wir zum Beispiel immer noch nicht offen, obwohl wir da einen Hebel aufgelegt haben. Hier sind Fackeln, noch mehr. Oh, ein toter Ork. Wurfbein und Einbeersaft. Toter Soldat. Ha, entdeckt das Schild bei den Hebeln, wie neben der Gittertür. Okay, ja, tolle Information, Gladys. Verschlossene Truhen, jede Menge verschlossene Truhen und tote Soldaten. Jede Menge Einbeersaft und andere Sachen. Also ich selber bin langsam überfüllt. Komm, die kannst du ineinander stecken. Ich versuche mein Bestes. Ja, Vorgrim ist schon überfüllt. Der kann aber dann überschüssige Schleifsteine wenigstens tragen und Waffenbalsam noch. Meint ihr? Alles klar. Dukaten, eine Zinnfigur und ein Dolch. Okay, ist vielleicht auch nicht nett, dass wir jetzt den Hohen Lord hier ausrauben. Aber... oh, ein Handschmeichler.
Gut, hier geht's weiter und hier ist ein Aufgang. Lederbänder, Stahl. Lederbänder, Stahl.